alle die Beine. Na? Haben ja eigentlich ganz gutes Wetter heute, ne? Sind ja hier in Hunddorf. Kannst mir mal ein bisschen was erzählen? Ich bin ja so Laie, was Wasserstoff anbelangt. Sehe hier auch überhaupt keinen. Du siehst, der Wind weht, die Sonne scheint quasi. Und wir haben eine Photovoltaikanlage im Hintergrund. Und da, so weit, so gut, da würde man erst mal sagen, ist ja nichts Spezielles, nichts Besonderes, Photovoltaik. Aber die haben wir hier natürlich mit einem Elektrolyseur gekoppelt. Und bereits im letzten Jahr haben wir ja darüber geredet, dass wir damit unsere Autos betanken wollten. Und heute sind wir schon ein Stück weiter. Und das will ich dir im Folgenden noch zeigen. Echt? Mhm. Das ist ja cool. Also man kann aus dem Strom, der da rauskommt, dann Wasserstoff machen. Wie funktioniert denn das? Ja, das Coole ist ja, du siehst ja, wenn es wolkig ist, ist ja die Sonne nicht immer da. Sozusagen. Und du kannst quasi, immer wenn die Sonne da ist, produzierst du den Wasserstoff, speicherst ihn hier vor Ort und wenn die Sonne dann nicht da ist, so wie jetzt gerade mal eine Wolke davor zieht, dann kannst du ihn nutzen und dein Auto wieder tanken. Das ist natürlich super, weil bisher war es ja immer so, dass da Strom produziert wurde und wenn dann zufälligerweise zu viel Strom produziert wurde, dann musste man das ja alles abregeln und das ist doch unser Vorteil hier im Norden, oder? Können wir denn nicht wirklich alle hier grünen Wasserstoff produzieren? Ja, das sollte auch unser Fokus sein, weil wenn wir Wasserstoff produzieren wollen, dann muss er auch nachhaltig sein, weil alle anderen Wasserstoffarten haben natürlich in irgendeiner Form auch Kohlenstoff gebunden und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Emissionen reduzieren. Deswegen nehmen wir die Windenergie und die Sonnenenergie hier aus der Region, produzieren Wasserstoff deutschland- und europaweit. Das ist natürlich unser großes Pfund hier im Nordwesten und deswegen habt ihr ja mit vielen Partnern zusammen Highways for Future gegründet. Was ist denn das? Ich habe mal gehört, das ist so ein Projekt. Das ist ein Projekt hier in der Metropolregion Nordwest, die ja sehr wohl dir bekannt sein sollte. Und da haben wir genau das, was wir hier im Kleinen gemacht haben, einfach mal ein bisschen höher skaliert. Wir haben uns überlegt, Mensch, was brauchst du denn eigentlich, damit wir eben halt auch Wasserstoff hier in die Mobilität bringen können? Ne? Dass wir es erzeugen können hier, Windkraft ist da, Sonne ist da, ist alles vor Ort. Aber wie können wir das denn wirklich auch an den Mann und an die Frau bringen? Und da haben wir uns natürlich auf den ÖPNV und auf die Müllfahrzeuge konzentriert und gesagt, na Mensch, lass uns doch erstmal mit den Bussen und den Müllfahrzeugen anfangen und dann eben halt auch sukzessive das auf den Schwerlastverkehr aufweiten. Das heißt, hier in Hunddorf ist der Nukleus für euer Projekt. Hier ist alles, was wir brauchen. Hier ist quasi die komplette Wertschöpfungskette. Und was ist denn so eine Wertschöpfungskette? Was bedeutet das eigentlich? Ja, du brauchst die erneuerbaren Energien, Wind und Sonne. Du brauchst einen Elektrolyseur, um den Wasserstoff zu erzeugen. Du brauchst hier die Kavernen um uns herum, um den Wasserstoff zu speichern. Du brauchst Rohrleitung, um den Wasserstoff an den Kunden und an die Fahrzeuge zu bringen. Und du brauchst die Infrastruktur, also die Tankstelleninfrastruktur, um eben halt den Wasserstoff auch vertanken zu können. Jetzt für die Mobilität beispielhaft. Und zum Schluss brauchst du natürlich die Fahrzeuge sozusagen. Und da brauchst du nicht nur die Anwender, sondern du brauchst dann tatsächlich auch natürlich die Hersteller der Fahrzeuge. Und das ist eigentlich alles, was du brauchst. Und das bedeutet eine gesamte Wertschöpfungskette. All das haben wir hier im Nordwesten. Eigentlich sind wir doch die Wasserstoffregion Nummer 1, oder? Würde ich so unterschreiben. Wolltest du mir nicht noch zeigen, wie man sowas macht mit dem Tanken? Ja, ich zeige dir das jetzt nochmal. Wir gehen jetzt nochmal über unseren Lagerplatz, den wir natürlich nicht zeigen. Und dann gehen wir an unsere sehr schöne Hochglanztankstelle. Jetzt habe ich ja schon erklärt bekommen, wie das mit diesem ganzen Strom funktioniert. Jetzt haben wir den Strom und dann soll der Strom ja in Wasserstoff umgewandelt werden. Und dafür gibt es dieses Gerät. So viel kann ich mir da nicht vorstellen, aber mein Fachmann Paul erklärt mir das jetzt. Das ist unser Elektrolyseur. Das kleine süße Ding, so groß wie eine Kiste Bier, produziert den Wasserstoff einfach immer dann, wenn die Sonne da ist. Ja, und den grünen Wasserstoff müssen wir natürlich auch speichern. Und das machen wir hier in diesen Flaschenbündeln, die im Kleinen darstellen, was wir dort im Großen sehen. Also das ist quasi ein, ich sag mal, Kavernenspeicher XXXS. 50 Kilo Wasserstoff ungefähr. Damit kann man 4.500 bis 5.000 Kilometer zurücklegen. Und das wäre so ein bisschen 3- bis 4-mal die Metropolregion umrundend. Und in 2 Jahren machen wir dann eine Rallye um die Metropolregion mit Wasserstoffautos. Das machen wir sehr gerne. Dann lass uns aber erst einmal zum Tanken gehen, weil sonst können wir diese Rallye ja gar nicht machen. Genau. Wie du siehst, der Wasserstoff fällt hier schon vom Himmel und wir können ihn auch endlich tanken. Mit unserer Tankstelle, die endlich da ist. Und das machen wir relativ einfach, standardisiert, arretieren. Los geht's. 2 Minuten tanken und damit kommen wir dann wieder 600 Kilometer weit. Dann haben wir endlich coolen Wasserstoff, mit dem wir dann einmal durch die Region rasen können mit 600 Kilometern. Ist schon ganz schön weit, wird nicht ganz reichen. Aber wir können ja zwischendurch immer mal wieder hier zum Nukleus fahren und tanken. Wenn du jetzt abstöpselst, reicht das schon, dann könnten wir losfahren. Es fängt nämlich an zu regnen, auch wenn daraus Wasserstoff. Aber ich würde gerne nicht so nass werden wollen. Ja, ich denke, wir sind 3/4 voll. Ich glaube, das können wir einmal so machen. Hupp. Ich steig schon mal ein, mir ist das zu nass. Dann lass uns loslegen, bevor wir hier noch nass werden. Wow.
Schön, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder folgen Sie uns auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis bald.